Wie zufrieden sind die Wirtschaftsunternehmen, die sich in Güstrow angesiedelt haben? Was sind Herausforderungen für Sie? Wo würden Sie sich Hilfe wünschen? Weil solche Fragen zumeist auch über Stadt- und Kreisgrenzen hinaus relevant sind, haben sich die Städte und Landkreise zusammengetan, um eine Umfrage zu starten. In der Regiopolregion Rostock haben sich von 1800 Unternehmen 550 beteiligt. Ein großer Teil hat seinen Standort im Landkreis Rostock. Von den angeschriebenen 117 Unternehmen ab 4 Mitarbeitern der Balachstadt haben sich immerhin 60 beteiligt. Abteilungsleiterin Anne Zimmermann fasste das Ergebnis für Güstrow kurz zusammen. Es ließ sich aber für Güstrow und auch für die anderen Standorte sagen, dass die Unternehmen grundsätzlich mit dem Standort zufrieden sind. Sie mögen die Standortqualität hier, sie halten an ihrem Standort fest, sind aber eher verhalten, was Erweiterungen angeht und auch eher verhalten, wie weit sie den Standort jetzt auch wirklich aktiv weiterempfehlen würden. Auch Michael Fengler vom Landkreis Rostock zeigte sich zufrieden. Er hob hervor, dass die Attraktivität des Standortes sowie die gute Lebensqualität und der Erholfaktor von den Unternehmen überdurchschnittlich hoch eingeschätzt wurden. Allerdings wurde bei der Befragung auch klar, es gibt Probleme in allen Unternehmen, die vielleicht auch grenzübergreifend angepackt werden müssen. Das sind beispielsweise der Fachkräftemangel und der Wunsch nach mehr Vernetzung und Nähe der Unternehmen mit Wissenschaft und Forschung. Hieran wird weiter gearbeitet.